sei das Polynom p von x gleich x hoch 3 plus m mal x Quadrat plus 333 mal x minus 1134, in dem m ein Parameter ist. Erste Frage, zerlege 333 und 1134 in Primfaktoren. Zweite Frage, finde den einzigen ganzen Wert für m heraus, so dass das Polynom p von x nur ganze positive Wurzeln hat, mit notwendigerweise einer vielfältigen Wurzel. Beginnen wir mit Auftrag 1. Wir zerlegen zuerst die Zahl 333 in Primfaktoren. Diese Zahl ist nicht teilbar durch 2, aber durch 3. 333 geteilt durch 3, das macht 111. Die Zahl ist nochmal teilbar durch 3. 111 geteilt durch 3 macht 37 und 37 ist eine Primzahl. Somit haben wir gefunden, dass 333 gleich ist zu 3 im Quadrat mal 37, also so. Jetzt die Zahl 1134, die ist teilbar durch 2. 1134 geteilt durch 2, das macht 567. Die Zahl ist nicht mehr teilbar durch 2, aber durch 3. 567 geteilt durch 3, das macht 189 und diese Zahl ist auch teilbar durch 3. 189 geteilt durch 3 macht 63. Geteilt durch 3 macht 21. Geteilt durch 3 macht 7. Und 7 ist eine Primzahl. Somit wissen wir, dass 1134 gleich ist zu 2 mal 3 hoch 4 mal 7. Also so. Und da wir diese zwei Zahlen in Primfaktoren zerlegt haben, können wir in p von x die beiden Zahlen ersetzen durch ihre Primfaktorenzerlegung. Das p von x kann man also so schreiben. Durch die Angaben im Punkt 2 wissen wir, dass man das p von x auch so schreiben kann, wo a und b natürliche Zahlen sind. Und a ist eine vielfältige Wurzel. Sie ist ja zweimal Wurzel. Falls a und b gleich sind, dann hätten wir eine dreifache Wurzel. Jetzt rechnen wir das Ganze aus. Zuerst x minus a im Quadrat, binomische Formel. Und jetzt wird noch alles verteilt. Und das führt dann zu diesem Polynom. Dieses Polynom ist p von x. Dieses dann aber auch. Also muss dieses Polynom genau dasselbe sein wie dieses da. Zwei Polynome sind aber dann und nur dann gleich, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Das bedeutet, 1 muss gleich 1 sein, das ist okay. Minus 2a minus b muss gleich m sein. Die Zahl a² plus 2ab ist gleich zu 3 im Quadrat mal 37 und die Zahl minus a Quadrat b ist dieselbe wie minus 2 mal 3 hoch 4 mal 7. So erhalten wir also dieses Gleichungssystem mit den drei Unbekannten a, b und m. Halten wir dieses System hier fest. Die zweite Gleichung besagt, dass die Zahl a ein natürlicher Teiler von 3 Quadrat mal 37 sein muss. Und die dritte Gleichung besagt, dass a Quadrat ein natürlicher Teiler von diesem Produkt sein muss. Und diese beiden Ideen sind nur möglich in drei Fällen. Entweder a ist 1 oder a ist 3 oder a ist 3 im Quadrat. Schauen wir den ersten Fall, wenn a 1 ist. Die dritte Gleichung führt dann zu b gleich 2 mal 3 hoch 4 mal 7, also b gleich 1134, denn das ist ja die Primfaktorenzerlegung von dieser Zahl. Die zweite Gleichung führt hierzu 1 mal 1 plus 2b gleich 3 Quadrat mal 37, also muss b 3 Quadrat mal 37 geteilt durch 1 minus 1 geteilt durch 2 sein.
Also so. Und dieser Bruch ist gleich 166. B kann aber nicht gleichzeitig 1134 und 166 sein. Also ist der erste Fall ausgeschlossen. Der zweite mögliche Fall wäre, wenn A 3 ist. Wenn A 3 ist, dann führt diese Gleichung zu B gleich 2 mal 3 hoch 4 mal 7 geteilt durch 3 im Quadrat. Das heißt so. Und dieser Bruch ergibt 126. Diese zweite Gleichung ergibt, dass B dieses Produkt geteilt durch 3 minus diese 3 geteilt durch diese 2 ist. Also so. Und diese Rechnung ergibt 54. B kann aber nicht gleichzeitig gleich 126 und 54 sein. Also ist der zweite Fall ebenfalls ausgeschlossen. Dann bleibt nur noch der dritte Fall, wenn A 3 im Quadrat ist. Wenn A 3 Quadrat ist, dann führt die dritte Gleichung zu B gleich. Dieses Produkt geteilt durch 3 im Quadrat, also geteilt durch 3 hoch 4. Hier können wir durch 3 hoch 4 kürzen. Dann muss B also 2 mal 7, das heißt 14 sein. Und die zweite Gleichung führt dann zu B gleich 3 Quadrat mal 37 geteilt durch 3 im Quadrat minus 3 im Quadrat geteilt durch 2. Und dieser Bruch ergibt auch 14. Also hier erhalten wir A ist 3 im Quadrat und B gleich 14. Das ist also der einzige mögliche Fall. Und wenn A 3 im Quadrat und B 14 ist, durch die erste Gleichung wissen wir dann, dass M gleich minus 2 mal 3 Quadrat minus 14 sein muss. Also ist die Zahl M gleich minus 32.